Hallo! Hallo an alle wundervollen Menschen da draußen, die uns jetzt zuschauen. Wir haben es geschafft. Wir sind nicht in Amsterdam. Es ist echt viel Traffic, muss ich euch sagen. Oh ja, viel Verkehr, ja. Aber ich habe eine Powerfrau an meiner Seite, die Vicky, und es ist so schön, das zusammen zu machen. Und wir haben jetzt einfach einen guten WLAN gesucht, so wie Schneewittchen, einfach den Weg im Wald gesucht haben, haben wir unseren Weg durchs WLAN gesucht. Hallo Elke, schön, Hi, dass du Elke. Da bist. Und wir haben uns hier jemanden hingestellt, ich zeige euch das mal, zu dem wir auch sprechen. Das ist so wunderschön, dass er da steht und wir ihn angucken können, wenn wir mit euch sprechen. Ja, so ist das. Okay. Oh, schön. Hallo Susanna. Ja, schön, hallo. Hallo Miriam. Ja, ich wollte gern ein paar Worte auch zu mir sagen. Hallo Mel. Zwischendrin müssen wir vielleicht mal ein bisschen das Fenster aufmachen, weil wir fast ersticken im Auto. Wir haben uns jetzt einen Platz im Auto gesucht. Ja, ich bin Gabriela, ich bin 56 Jahre alt und bin seit 7 Jahren verliebt in Young Living. Meine Herkunft ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich habe viel mit emotionalen Themen gearbeitet und Familienstellen gemacht, auch mit Skriptmärchen gearbeitet. Und so habe ich einfach dieses ganze Thema, ja, Wechseljahre oder wie verändern wir uns als Frau mit diesem Schneewittchen-Thema gerne wieder aufgenommen, weil das für mich so eine besondere Bedeutung hat. Ja, und Vicky ist halb so alt wie ich. Ja. Hier an meiner Seite und echt schön. Schön, dass ihr alle da seid und dass es noch geklappt hat. Und wir werden heute Abend dann später irgendwann in Amsterdam eintreffen und dort dann weitermachen. Ja, so machen wir das. Genau. Ich bin heute seelische und moralische Unterstützung für Gabriela und werde sie tatkräftig unterstützen, wenn ich schon hier im Vicky ist meine Assistentin, sie wird mal das ein oder andere Öl herausnehmen. Ja, und ich spreche einfach zu euch und direkt zum Gary. Das ist ein ganz schönes Gefühl. Ja, Schneewittchen, Spieglein, Spieglein an der Wand. Welche Themen sind da verborgen? Ist natürlich zum einen das Thema älter werden. Ja, die Stiefmutter, natürlich im Märchen verpackt, ist es nie die richtige Mutter, nicht die leibliche, sondern immer, um die Mutter zu schützen, ist es die Stiefmutter. Und ja, sie muss sich lösen, die Tochter von der Mutter, also das Schneewittchen-Thema. Sie muss selbst zur Frau werden und muss ihre ganzen Energiezentren wecken, ihr ganzes Hormonsystem wird umgestellt in der Pubertät. Also diese beiden Themen kommen in diesem Märchen zusammen. Pubertät und Wechseljahre, der Stiefmutter in dem Falle bei Schneewittchen und das Schneewittchen selbst, die erblüht zur Frau. Gell? Mhm. Ja, ich will noch mal ganz kurz Hallo an alle sagen. Ich habe gesehen, da sind so viele Leiben dabei. Werde ich gleich rot hier drin. Das ist gut, wir haben ein bisschen Savvy aufgelegt, aber hier wird richtig warm, Leute. Wir stehen am schönen Platz. Ich weiß nicht genau wo, so ungefähr 100 Kilometer vor Amsterdam haben wir uns ein Plätzchen gesucht, wo gutes WLAN ist. Und wir schwitzen gern für euch. Das ist nämlich auch ein Thema heute, was das so auf sich hat. Ja, und oh ja, ich mach, das war das Stichwort. Also ab und zu mal das Fenster hoch und runter gehen. Ja, und Schneewittchen, die vertrieben wird von der bösen Stiefmutter und dann auf der Flucht die 7 Zwerge trifft. Und ich habe mich immer gefragt im Märchen, warum denn 7 Zwerge? Warum gerade 7? Ja? Und meine Antwort ist, dass es sich dabei nicht um Zwerge handelt, sondern um die 7 Chakren, die wir alle haben und natürlich auch Schneewittchen jetzt in der Pubertät mehr Kontakt bekommt zu ihren eigenen Kraftzentren, zu den 7 Chakren und damit natürlich zu den hormonproduzierenden Drüsen. Ja, wenn du was sagen willst, einfach dann sage ich einfach. Ja, genau. Und wenn Schneewittchen eben jung und schön ist, dann hat sie diese 7 Zwerge wirklich voll im Griff. Ja, sie liegen ihr zu Füßen, sie tun alles für sie. Sie unterstützen sie, sodass Schneewittchen in ihre Blüte kommt, in ihren vollen Saft kommt und letztendlich natürlich auch dadurch ihren Prinzen findet. Und für mich war das bei den Märchen immer so, dass ich gedacht habe, als es zu Ende war und es hieß, und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende, dass ich dann eigentlich immer erst wissen wollte, ja, und jetzt? Wie geht's jetzt los? Was haben die gemacht? Was haben die erlebt?
Schneewittchen hat ihren Prinzen geheiratet, ist sie glücklich geworden mit ihm, wo hat sie gewohnt, hat sie Kinder bekommen, hat sie einen Job gefunden oder hat sie sich nur um das Schloss gekümmert, was hat der Prinz gemacht, ist er Tennis spielen gegangen oder hat er noch was anderes gemacht. Aber ich glaube, in der Geschichte, die ich euch erzähle, sind Schneewittchen und ihr Prinz wirklich ganz bewusste Ökos, die ihr Königreich bewusst geführt haben und auf keinen Fall erlaubt haben, dass da Glyphosat auf die Felder kommt. Die haben da schon sehr aufgepasst. Das ist meine Geschichte, das denke ich mir aus. Mhm. Und Schneewittchen hat ihre Kinder wahrscheinlich bekommen und großgezogen und hat sich selbst verwirklicht und sie wurde älter. Und irgendwie ging es ihr gar nicht mehr so gut. Und dann hat sie wieder Besuch bekommen von diesen 7 Zwergen. Und diesmal war alles ganz anders. Sie hatte die gar nicht im Griff. Und ich wollte euch einfach jetzt nochmal erzählen, wie die 7 Zwerge so, was sie so mit Schneewittchen gemacht haben und was da eigentlich dahinter steckt. Und der erste Zwerg, das ist der Hotti, der ist verbunden mit dem Wurzelchakra und den Nebennieren. Und dieser Zwerg, der beinhaltet das ganze Thema, du zeigst es ins Mikro für mich, genau. Ins Mikro. Das ganze Thema, was das Zedernholz auch beinhaltet, nämlich die Erdung, geerdet sein, alles im Gleichgewicht. Ja, junge Frauen kennen das viel, dass sie kalte Hände, kalte Füße haben, der Kreislauf gar nicht so gut ist, aber wenn dann die Frau in die Wechseljahre kommt, da ist es ganz anders. Da kriegt sie diese Hitzewallung und es wird ihr plötzlich heiß und es kommt wie eine Welle. Und da ist dieser Zwerg wirklich ganz schön am Schaffen. Ja? Und Zedernholz ist eins der Öle, die uns wirklich da sehr gut erden können und diesen Zwerg so ein bisschen beruhigen könnten. Ja, das ist so der erste Zwerg, unter dem ich auch ziemlich gelitten habe, als ich so mit 48 in die Wechseljahre gekommen bin, habe ich ganz schön darunter gelitten und nicht nur unter diesem Hotti, diesem ersten Zwerg, sondern auch unter einem, der heißt Bitchy. Ja, und Bitchy, da habe nicht nur ich drunter gelitten, nein, auch meine ganze Familie und vor allem mein Mann. Ja, der hat ganz schön unter diesem Bitchy gelitten. Aber auch ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt in meiner Haut. Und ich glaube, das kennt jeder und viele Frauen auch so kurz vor ihrer Periode, dass sie sich einfach überhaupt nicht mehr wohlfühlen. Und ein bisschen dieses Zickige kommt und ja, das war überhaupt nicht schön. Die klassische PMS. Genau, und meine Freundin Elke ist ja auch dabei und die hatte in Malaysia ein Öl, was sie gesagt hat, Mensch Gabriela, das hat mir so geholfen, ich lasse dir das einfach da, ihr habt es noch nicht in Europa. Und das ist unser absolutes, heißgeliebtes PPP-Öl, unter dem Namen auch versteckt Progessens Phyto Plus. Und das habe ich verwendet und tatsächlich, ihr seht, Vicky verwendet es auch. Es ist schon ziemlich leer. Das ist komplett leer, bis auf den letzten Tropfen. Okay. Aber diese Essenz, es sind nicht nur Öle drin, es ist auch die wilde Jamswurzel drin, die in Afrika wirklich von den Frauen sehr verehrt wird, weil sie sagen, die Afrikanerin, dass es den Frauen hilft bei all ihren Themen um das Thema Weiblichkeit, die wilde Jamswurzel. Und dazu hat der Gary ganz geniale Öle reingemischt, unter anderem den heiligen Weihrauch, um die Nerven zu beruhigen, denn wenn Bitchy am Werke ist, dieser Zwerg, dann liegen die Nerven oft blank. Aber auch hat er Pfefferminze reingegeben, um diesen kühlenden Aspekt reinzubringen. Es ist in dem PPP-Öl auch Zedernholz drin, Copaiba und noch ein paar andere Öle und Bergamotte auch, die sehr stimmungshebend ist, die einfach helfen in diesem Thema. Und als ich das meiner Freundin bekommen habe und verwendet habe, war ich einfach nach 2 Wochen, waren diese Hitzewallungen weg und mein Mann hat gesagt, Mensch, was ist los mit dir? Du bist wieder so nett zu mir. Und irgendwie, ich habe das gar nicht so wirklich damals mit dem Öl in Verbindung gebracht. Erst viel später, als ich mehr über Young Living und die Öle erfahren habe, war mir klar, wow, das lag wirklich ganz, ganz stark an diesem Öl. Und wir sind so glücklich, dass wir es jetzt nach fast 2 Jahren wieder haben und es so vielen Frauen helfen kann, auf jeden Fall schon mal 2 Zwerge in den Griff zu kriegen, oh, nämlich ja. Hotti und Bitchy. Und Bitchy würde ich dem Wurzelchakra zuordnen, dem dritten Chakra. Und dafür habe ich auch ein Öl ausgewählt und das kennt ihr alle, nämlich
nee, das dritte, ich bin jetzt ein bisschen gesprungen, ja, nämlich das Zitronenöl. Ich muss es einfach gerade mal aufmachen, es ist ganz frisch und neu. Ich brauche jetzt einfach mal selber ein bisschen Zitrone, weil ich werde ganz schön warm. Wir haben uns hier echt einen Sonnenplatz ausgesucht. Oh ja, hier ist wirklich sehr warm. Und die Zitrone, ich nehme auch eins, ja. Oh, die ist, tut so gut und stärkt wirklich unsere Stimmung, unser Selbstwertgefühl. Ist ein Transformationsöl. Und wenn ihr es zu Hause habt, macht das ruhig, nehmt euch ein Öl und riecht daran. Also mir tut es gerade ganz gut, so diesen frischen Geruch zu haben. Ja, Ohrläppchen. Ich massiere mir das gerne in die Ohren. Super, super schön. Ja, und gebt uns ruhig ein paar Herzen, wenn ihr uns gut verstehen könnt. Wenn ihr das gut die findet. Elke fragt gerade, der dritte ist bitchy. Genau, der dritte ist bitchy, das, der Solarplexus. Und da finde ich, passt Zitrone einfach perfekt, weil es wirklich da auch darum geht, als Frau den Solarplexus zu stärken und diese Mitte in sich zu finden. Das ist normalerweise ein Chakra, was die Männer für sich ganz gut in der Balance haben, und wir Frauen müssen ein bisschen mehr dafür arbeiten. Und Zitrone, finde ich, hilft da wunderbar. Ja. Wir haben aber einen übersprungen, und das ist einer, den habe ich auch, oder den kennen viele, nämlich das ist, dass man denkt, ich habe doch gar nicht gegessen, wieso bin ich aufgebläht? Ich habe gegessen, ich bin aufgebläht. Ja? Wenn wir in die Wechseljahre kommen, Schneewittchen, plötzlich dieser Blähbauch. Ja, was ist da los? Und dafür gibt es auch ein wunderbares Öl, nämlich für das zweite Chakra, für den Blähi. Den Blähi. Der Bloaty, genau. Bloaty. Das ist der Bloaty, das Orangenöl. Und wirklich einatmen, auf den Bauch geben oder einen Tropfen jetzt mit dem Orange Plus unter die Zunge. Hilft. Mm. Wunderbar. Mm. Ja. Es gibt natürlich auch Ölmischungen, die nenne ich später euch noch, die wir auch verwenden können für diese Zwerge. Aber ich habe jetzt erstmal für den Zwerg an sich ein Einzelöl, ein sortenreines Öl ausgedacht. Ja. Genau, dann haben wir schon drei Öle und drei Zwerge abgehakt. Dann gibt es diesen ganz ekligen Itchy. Ein Itchy, da hast du so ein Gefühl, da krabbelt was unter deiner Haut. Da ist irgendwas und es juckt dich und du kratzt und es wird irgendwie überhaupt nicht besser. Und dieser Itchy-Zwerg, der gehört zum Herzchakra. Nämlich unsere Haut, unser Tastsinn, gehört zum Herzen. Und das Herzchakra, das ist für mich Eukalyptus, dieses Freiwerden, Raum bekommen, wieder Luft bekommen, das Herz bekommt Raum und hat ja auch vom Etikett her die grüne Farbe. Und das ist ganz spannend, die Öle, die haben wirklich auch mit den Chakren zu tun, die Farben dazu. Und Eukalyptus einfach herrlich, gibt Raum zum Atmen. Hast du mal was zu sagen? Oder ich bin hier in einem Fort am Quatschen. Das ist schon in Ordnung. Ich lese die ganze Zeit die Kommentare. Okay, und die Katrin Klopp hat schon aus Oklahoma Hallo gesagt. Wow, hello cool. Back. Hi. Und die Sonja lacht sich, glaube ich, gerade kaputt über mein Itchy. Ja, genau. Itchy und oh, es fängt an überall. Oder ich habe so eine wunderschöne Bluse angezogen und die hat so kleine Pärchen. Und irgendwie dieses Kratzen so ein bisschen. Und dann hat man, wenn es warm wird, auch so ein bisschen so ein Gefühl, oh, es juckt, es kratzt. Und genau das ist dieses Gefühl auch, wenn die Hormone aus dem Gleichgewicht geraten, wenn Schneewittchen älter geworden ist und sie dieses Itchy-Gefühl hat. Also das ist der vierte Zwerg und der ist dem Herzchakra zugeordnet. Mel fragt, mit den Chakren oder auch den Temperamenten? Grüße aus Portugal. Genau, Grüße Temperamente zurück. Gehören auch mit dazu. Ja. Wir haben schon besprochen, ich mache, glaube ich, noch mal ein paar extra Videos zu den Themen Chakren, weil da bin ich wirklich mit groß geworden. Als Yoga-Tibeter-Frau habe ich ganz viel mit den Chakren gearbeitet und das ist mir so sehr vertraut und da kann ich gerne auch noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Ja. Ich glaube, das ist sehr interessant. Also so über jedes Chakra eine Videosession. Ja, why not? Genau. So, machen das wir haben weiter. Wir den. Das fünfte Chakra, genau, das ist, oh yeah. Na, wenn Hottie kommt, dann ist Sweaty nicht weit weg. Also Sweaty spüre ich im Moment auch ganz gut, aber ich glaube, das hat andere Gründe, weil es einfach sehr Gründe. Warm ist hier im Auto. Also ich habe das Auto aus, ich kann jetzt nicht sehen, wie viel Grad hier im Auto ist, aber ich geschätzte 32 schon, gell? Ja. Ja. 32 ja. Grad. Also es ist schon sehr warm. Aber das ist dieser Zwerg, der dann kommt, der Sweaty heißt, da schwitzt du und dann
machst du dich frei und dann kommt ein kühler Wind und dann wird es total kalt und du bist wieder vollkommen ausgekühlt. Und es geht immer hin und her, diese Schwitzattacken. Und das hat ganz viel mit dem fünften Chakra zu tun, der Schilddrüse auch, die da zugeordnet ist, diesem Chakra. Und wenn wir da ein Öl verwenden, das ich euch gerne verrate, nämlich das Pfefferminz, da kann man diesen sweaty Zwerg ganz gut in den Griff kriegen. Ja. Pfefferminze haben wir heute ganz viel auf der Fahrt versprüht, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie oft haben wir auf Umleitung drücken? Mehr als 10 Mal. Wir haben mehr als 10 Mal irgendwelche Umleitungen genommen. Und wir haben immer schön Pfefferminze versprüht im Wasser mit ein bisschen Salz. Genau, das ist unser Spray fürs Auto. Und ja, mach mal ein bisschen. Das ist lecker, auch vielleicht fürs Gesicht so ein bisschen. Fürs Gesicht? Ja, Augen zu. Wichtig, weil Pfefferminze immer Augen zu, weil Menthol enthalten ist. Ja. Genau, und das ist das Einzelöl für den fünften Zwerg, den Sweaty. Und dann kommen wir zu den letzten beiden. Das ist der sechste und der heißt Wunderwandschlüssel noch, Vicky. Habe ich jetzt abgeschlossen oder nicht? Der sechste Zwerg heißt Forgetty. Vergesslich sein. Ich wollte gerade sagen, die Situation ist uns heute ein paar Mal passiert. Ja, ich meine, klar, das passiert jedem Mal, aber wenn du in diese Jahre kommst als Frau, dann hast du das Gefühl, wow, das kann ja wohl nicht sein. Eben habe ich es auch noch gewusst. Oder habe ich es jetzt gemacht oder nicht? Oder wo ist mein Schlüssel? Ich habe ihn doch eben eingesteckt. Also heute ist es mir auch schon ein paar Mal passiert. Ja, aber ja. Hat sicherlich auch mit ein bisschen Aufregung zu tun gehabt. Das macht nichts, mir ist auch passiert. Ja, genau. Und für das sechste Chakra habe ich unser alles geliebtes Lavendelöl ausgesucht. Yes. Lavendel. Stimmt das überhaupt? Ja. Okay, ja gut, Lavendel habe ich da ausgesucht für den sechsten Zwerg, den Vergesslich-Zwerg, ja. Sechste Chakra hier am dritten Auge. Und dann haben wir nur noch einen Zwerg abzuhaken und das ist der siebte und der heißt Sleepy. 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 Und Sleepy ist, ich bin todmüde, ich gehe ins Bett, alles ist schön. Und ich bin hellwach. Ja, das ist dieses Gefühl, ich bin eigentlich todmüde und kann nicht schlafen oder ich bin einfach übermüdet. Und was mir da ganz, ganz viel hilft, ist unser schönes Weihrauchöl. Ja, Weihrauch, magst du es nochmal zeigen? Ja. Die Kamera. Oh, es gibt so viele Geschichten. Weihrauch ist natürlich auch für die Nerven wundervoll. Also auch Bitchy profitiert von Weihrauch, auf jeden Fall. Und ich liebe den dann wirklich hier auf meinen Kronenchakra zu machen oder einfach nur dran zu riechen und dann besser zu schlafen. Ja. Sehr ruhig weiter. Ich warte, dass es tropft. Okay, fast hast du es geschafft. Vielleicht ist einer drauf. Ja, ein bisschen gerade halten. Ja. Und schon kommen zwei. Weihrauchparty. Genau. Weihrauch ist flüssig. Ja. Es gibt natürlich auch eine wundervolle Ölmischung, wenn wem das alles viel zu viel ist und welches Öl für was. Und die heißt Harmony. Und Harmony könnt ihr verwenden für jedes Chakra morgens, mittags und abends. Auf alle einfach ein bisschen in die Hand nehmen und auf jedes Chakra geben, einatmen. Bringt wirklich das ganze System in Harmonie, schafft Ausgleich und ist dafür ganz wundervoll geeignet. Gibt es Fragen? Hier Sempala Andrew Ola vom Uganda. Wow! Hey, Uganda! Ola. Wie schön. Also greetings back! Wirklich das Tolle, dass wir mit der ganzen Welt hier verbunden sein können. Und wenn ihr Fragen habt, bitte, die Vicky kann das gut lesen, weil ich habe keine Brille auf und das wäre super, wenn du das einfach machen könntest, dann können wir auch mal zwischendrin ein paar Fragen beantworten. Die Sonja Hollenberger sagt, hallo ihr beiden, könnt ihr nach dem Video bitte die Namen der 7 Zwerge in die Kommentare schreiben. Total interessant. Die Öle sind einfach nur top. Ja, schön. Gut ausgesucht. Ich kann die auch wirklich nochmal jetzt nacheinander. Also für das erste Chakra der Hotty, für das zweite Chakra ist es der Bloaty, das dritte Chakra der Bitchy, das vierte Chakra Itchy,
das fünfte Chakra vor Getty. Nee, stimmt nicht. Das fünfte Chakra ist Sweaty. Entschuldigung, fünfte Chakra ist Sweaty. Das sechste vor Getty und der siebte Sleepy. Aber wir können, es wird auch wirklich nochmal schreiben. Petra schreibt, achter Zwerg, Blindi. Blindi, genau. Und genau, wenn alle Zwerge anwesend sind, dann gibt es ein Phänomen und das ist wirklich, darunter leiden viele Frauen, das ist all dried out, also ganz ausgetrocknet sein. Die Haut wird ausgetrocknet, überall trocken, auch die Schleimhäute. Und deshalb ist es so wichtig, uns mit guten Essenzen zu unterstützen, mit Phytohormonen zu unterstützen, unsere gesunden Hormonfunktionen, damit wir wieder in volle Saft und Kraft kommen können. Ja, das ist etwas sehr, sehr Schönes, was ich erfahren habe. Und ich habe auch noch ein paar Ölmischungen dazu ausgesucht. Die habe ich hier hingestellt, Vicky. Mhm. Genau. Die wir auch verwenden können. Ich fange mal beim ersten an. Ich glaube, da geht's los. Also wir haben für die Frauen auch eine wunderschöne Ölmischung, die heißt Ladies Glariol. Ja, da sind ganz viele Öle vereint, die Phytohormone beinhalten und die wie Phytohormone wirken und die ganz schön als Parfum zu tragen ist und damit einfach auch schon Unterstützung beinhalten. Neben dem PPP-Öl ist das weitere Öl und natürlich gibt es auch noch eins, was das ganze endokrine System unterstützt, das Endoflex. Ja, heißt auch endokrines System. Also auch das ist eine super Ölmischung mit grüner Minze drin, die wir verwenden können, um alle Chakren zu unterstützen. Also jeden Zwerg so ein bisschen Einhalt zu gebieten, ein bisschen ja, in Balance wiederzubringen. Dann haben wir noch etwas auch. Die Männer sind ja auch da, die sollen auch nicht zu kurz kommen. Und da gibt es etwas Wundervolles für den Mann. Vicky, magst du mal erzählen? Über Shutran? Ja. Das kenne ich gar nicht so gut. Okay. Shutran. Also ich habe es leider noch nicht benutzt. Okay. Aber ich kann mal dran riechen. Ja, Shutran hat Gary 2014 auf meiner ersten Convention rausgebracht, wo ich war, für die Männer, weil es gab so viel für die Frauen. Die Männer haben sich ein bisschen benachteiligt gefühlt. Und mit dem Shutran ist auch ganz viel passiert bei Young Living. Da sind wirklich sehr, sehr viele Männergruppen entstanden und auch Gary hat Männergruppen gemacht. Ich glaube, 2 oder 3 Männergruppen sind gewesen, um wirklich diese doch Männerknappheit ein bisschen zu fördern, weil 90% aller Young Living Liebhaberinnen sind Frauen und die Männer kommen meistens so im zweiten Schritt. Gibt auch ein paar Ausnahmen, ganz klar. Der Jan ist, glaube ich, dabei, ist eine davon. Und das Shutran können aber auch Frauen verwenden. Ja? Wenn du das Gefühl hast, es tut dir gut und wir Frauen, wir Menschen haben ja alle 3 Hauptsexualhormone und das eine ist das Testosteron, da haben wir Frauen auch was von und das hilft sehr gut unseren Knochen, unterstützt wirklich die gesunden Knochen und da ist das Shutran wunderbar, aber auch das Idaho Blue Spruce. Ja. Die Geschichte dazu, das ist, glaube ich, so 2015 im Herbst gekommen. Und als das erste Mal destilliert worden ist, haben alle erwartet, dass es ganz bestimmt, weil es die Blaufichte ist, blau sein wird. Und der Gary ist so jemand, einer der schönsten Momente hat er erzählt, ist immer, wenn das Öl rausbricht aus der Destillation und sich abzeichnet und oben auf dem Wasser schwimmt. Und nach einer Weile konnte man die Farbe dieses Öls erkennen und es war ein zartes Rosa. Also das männlichste Hormon überhaupt ist rosafarben. Das finde ich ganz, ganz schön. Und wir brauchen das alle. Auch Männer brauchen Östrogen, ganz klar. Ist für die gesunde Herzfunktion ganz unterstützend natürlich. Aber auch das Progesteron, das besonders für die Frauen wichtig ist, weil es das Wohlfühlhormon ist. Und wenn Frauen schwanger sind, haben sie ganz, ganz viel Progesteron. Und deshalb fühlen die meisten Schwangeren sich auch so sauwohl. Ja. Und wenn diese Sexualhormone da sind, im System gut in Balance sind, ja, dann geht es uns gut. Dann können wir vielen Anforderungen des Lebens ja, begegnen. Haben wir alle. Und eine Ölmischung möchte ich auch noch erwähnen, weil die ganz wichtig ist, weil die sehr stark eben auf unsere Hormonfunktion unterstützend wirken kann. Das ist das Stress Away. Weil wann immer wir Stress haben, ist unser Körper eigentlich auf
einen Überlebensmodus geschaltet. Ja, und der Überlebensmodus heißt entweder ich fliehe, ich also laufe weg, ich renne, ich produziere Adrenalin oder ich stelle mich tot. Ja, und das ist so eher die Depression, mich totzustellen, einzufrieren. Ja, und ja, wenn wir also viel Stress haben im Leben, dann hat es eine Auswirkung auf unsere Hormonproduktion. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir diesen gesunden Lebensstil, den Young Living ja auch wirklich zu vielen von uns gebracht hat, zu integrieren im täglichen Leben, es wirklich zu leben, Ausgleich zu haben, und Stress Away dafür ist richtig super. Okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Was ist dein Lieblingsöl zurzeit, Vicky? Oh, mein Lieblingsöl? Also ich habe meine letzte Flasche PPP getrunken. Wirklich? Nein, nicht wirklich. Aber ich habe sie wirklich aufgesogen. Ja. Also ich habe jeden Tag, den ich es nicht benutzt habe, habe ich gemerkt, irgendwas fehlt mir. Und ich habe jetzt gerade, wir sind losgefahren nach Amsterdam, und gerade als ich gehen wollte, kam der Postmann und hat geklingelt, und ich nehme den Hörer, ne, von der Klingel in die Hand und dann so, hallo, hallo. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Okay, du musst schnell runterrennen, sonst rennt er mit meinem Young Living Päckchen wieder weg. Und dann bin ich ihm entgegengerannt und gesagt, ich nehme die Pakete. Und habe es natürlich noch aufgerissen und meine neue Flasche BBB gleich ins Gepäck gepackt. Es hilft mir sehr, gerade was die Hormone angeht. Ich habe vorher die Pille genommen und habe die jetzt abgesetzt, weil ich gemerkt habe, ich möchte keine synthetischen Hormone mehr nehmen. Und dank dem PPP geht es mir um einiges besser. Mhm. Und ja, ich fühle mich viel gelassener, habe so die Ruhe in mir wiedergefunden. Das war eine sehr gute Idee. Ja. Und wie verwendest du das? Ich verwende es, ich tropfe es ganz einfach auf die Unterarme oder in die Handflächen und dann hier so am Hals. Mhm. Es gibt auch manchmal Tage, an denen möchte ich gerne in die Sonne gehen, und dann weiß ich, ich sollte damit nicht unbedingt in die direkte Lichteinstrahlung, und dann trage ich es mir auf dem Bauch oder auf der Brust auf. Mhm. Aber ja, sehr schön. So. Super, cool. Gell? Danke. Bitte. Sehr schön. Ja. Dann wollte ich euch auch noch die Geschichte erzählen von Gary und Mary. Als ich 2014 bei der Convention war, sind wir eingeladen gewesen zu ihm nach Hause, in sein Haus. Und er hat da mit seiner Frau gestanden, mit der Mary im Arm. Und sie haben uns so ihre Liebesgeschichte erzählt. Und das war ganz, ganz berührend. Und beide haben sich so ein bisschen geneckt. Und sie hat es so erzählt. Und er hat sie immer so ein bisschen auf den Arm genommen. Nein, das war doch gar nicht so. Und das hat uns alle sehr berührt. Und sie haben uns auch die Geschichte erzählt, dass sie ja sich erst sehr spät kennengelernt haben und gerne dann gemerkt haben, als sie so spürten, sie sind wirklich füreinander geschaffen und sie haben Visionen zusammen, und dass sie auch noch einen Kinderwunsch hatten. Und in dem Alter, wo Mary war, war das nicht einfach sehr unwahrscheinlich, so für Frauen Ende 40 Kinder zu bekommen oder Anfang 50. Ich weiß gar nicht genau, in welchem Alter sie da war, als sie das beschlossen haben. Aber da hat der Gary ganz viel geforscht, wie er wirklich seine Frau unterstützen kann in ihrer Kraft, in ihrer weiblichen Kraft, damit sie diesen Traum verwirklichen können. Und da hat er eine Pflanze natürlich ganz viel erforscht, die er in der Provence beim Lavendel natürlich auch kennengelernt hat, nämlich den Muscatella-Salbei. Ich weiß nicht, wo du den... Jetzt, das ist, glaube ich, eine kleine Flasche. Nee, das ist die Einzelflasche. Ich habe ihn auch irgendwie rausgeholt heute und dann irgendwo hingeschmissen. Ich glaube, es liegt irgendwo hier verstreut im Auto. Auf jeden Fall ist es der Muscatella Salbei, der in der Provence sehr schön wächst. Eine Pflanze, die wunderschön aussieht, aber wenn sie gepflückt wird, anfängt zu stinken. Also der Muscatella Salbei mag nicht gepflückt werden, wie auch keine Frau eigentlich gepflückt werden möchte. Nein. Gell? Und der Muscatella-Salbei unterstützt wirklich das Östrogen, die Östrogenproduktion als Phytohormon, und dass die in ihre Balance kommt, die gesunde Östrogenproduktion. Und das ist wundervoll, weil bei den Frauen die Hormone, die beiden stärksten Hormone, Sexualhormone, das
Östrogen und das Progesteron nämlich immer in Balance sein sollte. Dann geht es ihr gut. Und was ich euch beschrieben habe, was bei mir der Fall war, da war einfach das Progesteron ein bisschen mehr abgesunken und das Östrogen dominanter. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen ziemlich zickig geworden. Ja, weil das Östrogen ist das heiße Hormon im Körper der Frau. Also alles, was mit Hitze und Schwitzen und natürlich auch ein bisschen viel Energie haben, zusammenhängt, also in der Disbalance dann zu sein. Und das Progesteron, das reagiert sehr stark auf Stress. Und dann ist ganz klar, wenn wir Stress haben und eigentlich fliehen müssen, dann müssen wir es nicht mehr fortpflanzen. Ganz klar wird das vom Körper ganz normal unterdrückt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einen ausgeglichenen Lebensstil haben. Ja, die armen Männer, ne? Ja. Was die alles aushalten müssen, die, wenn wir in Balance kommen. Ja, aber die Männer, die unterliegen dem Sonnenprinzip, die sind eigentlich von ihren Stimmungen recht ausgeglichen, so wie die Sonne immer da ist, mal ist ein bisschen bewölkt, aber trotzdem ist die Sonne ja da. Aber wir Frauen, wir unterliegen dem Mondprinzip. Ja, und der Mond ist sehr wechselhaft. Ja, der ist mal zunehmend, mal abnehmend, mal halb, mal viertel, mal voll, mal gar nicht zu sehen. Und genauso sind, da ist das mit uns Frauen. Wir durchlaufen alle 2,5 Tage einen neuen Mondzyklus und eine neue Stimmung. Und das Gute ist, dass die Männer, wenn sie sich für eine Frau entscheiden, eigentlich 11 verschiedene bekommen haben. Also es wird ihnen nie langweilig. Und die Frauen, weil sie ja sowieso schon so wechselhaft sind, freuen sich über diese Stabilität der Sonne an ihrer Seite. Also das ist ganz schön und das ist natürlich immer sehr variabel. Es gibt auch Frauen, die mehr Sonnenprinzip oder ein bisschen mehr davon abbekommen haben als andere. Und bei Männern genau umgekehrt, die haben ein bisschen mehr Mondprinzip als andere Männer. Also das nimmt das nie so 100%. Da gibt es sehr viele Varianten. Und die Geschichte von Gary und Mary möchte ich noch weiter zu Ende erzählen. Also er hat wirklich Produkte entwickelt, dann ganz viele, die es in Amerika gibt, die wir hier in Europa nicht haben, so an Cremes, aber auch sehr viele, die wir hier haben, die unterstützen können. Und das eine ist dann Muscatella Salbei, das PPP-Öl, das Progestins Phytoplus-Öl, das Endoflex, das Blue Spruce, also alles Öle, die uns helfen, in diese Kraft wiederzukommen, in die weibliche Kraft. Und die Mary hat dann tatsächlich ihr erstes Kind empfangen und mit, ich glaube, 53, 54 zur Welt gebracht, eine ganz normale, spontane Geburt. Wenn sie davon erzählt, ist wirklich sehr berührend, und mit 57 ihr zweites. Und die beiden, Joseph und Jacob, sind heute, ich weiß es nicht ganz genau, so um die 13, 14 und 17, 18 Jahre alt. Und das ist ein großes Geschenk. Ja, und das, dann dürfen wir teilhaben an dieser ganzen Forschungsarbeit. Und ich glaube, wir können das wirklich sagen. Es hat uns sehr geholfen bisher. Also wir haben uns viel öfter Fahrt drüber unterhalten und möchten es überhaupt nicht mehr missen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, Vicky, was die Zeit sagt. Kannst du mir da mal kurz einen Überblick geben? Ich sage es dir. Mhm. Sie geht 10 Minuten vor. Okay. Also wir haben jetzt 35 Minuten gesprochen. Wow, das ist ja doch noch wirklich Zeit. Ja. Habt ihr Fragen für uns? Möchtet stellt ihr noch euch gerne was wissen? Ja, ich stellt uns gerne. Ich sehe wirklich sehr schön hotty und sweaty aus. So ein bisschen luftgleich freue ich mich drauf. Wir müssen auch nicht die volle Stunde jetzt euch strapazieren. Das heißt, ist so gesagt, die Geschichte von Schneewittchen und das ganze Thema wirklich mit Humor betrachtet, ist es so, dass es nur darum geht, sich wohlzufühlen in der eigenen Haut, wirklich mit sich selbst im Reinen zu sein. Und dann gehen diese ganzen Themen, die im Schneewittchen auch verarbeitet werden, dieser Neid, dieser Jugendwahn und die sich immer vergleichen, die Konkurrenz, ja, was ja natürlich Männer haben, aber auch viele Frauen haben, dieses Vergleichen, das ist wirklich uns einfach Kraft nimmt. Und wenn wir erkennen, dass wir wie die Pflanzen alle einzigartig sind und jede ihre eigene Schönheit hat und dass sie auch gemeinsam alle sein dürfen und wunderschön sind, und wenn wir aufhören, uns zu vergleichen und wirklich unseren eigenen Weg gehen, und das ist das Thema von Schneewittchen, sich lösen von der Mutter, den eigenen Weg finden, in die eigene Weiblichkeit eintauchen und dann den Partner wählen, wieder selbst sich fortpflanzen als Menschen, fruchtbar sein und auch dann diesen ganzen Zyklus wieder zu gehen, ja, in der Natur, dieses
geboren werden, leben, sterben und wiedergeboren werden. Ja, das ist immer wieder neue, sich erneuern. Das steckt alles in diesem Märchen drin von Schneewittchen. Und die sieben Zwerge helfen einfach dabei. Aber wenn sie nicht mehr in Balance sind, wenn sie chaotisch werden, dann wird auch unser Leben ganz schön beeinflusst und chaotisch. Und wir haben Hilfsmittel, gerade in der Natur, und dürfen das nutzen. Wenn ihr einen Spaziergang macht im Wald, das viele Grün, das tut dem Herzen gut. Die ganzen Nadelbäume, die Düfte tun dem Herzen gut. Da kommen wir zur Ruhe, da geht unser Puls runter. Also diese Spaziergänge im Wald, in der Natur, die ganzen Düfte schon der Bäume, die da uns umgeben, Laub, Nadelbäume, all das ist absolut wichtig, um in seine Balance zu kommen. Und in der Natur darf alles sein. Es gibt da keine Konkurrenz, aber wenn eine Pflanze zu dominant wird, dann erfindet die Natur etwas, um sie ein bisschen einzudämmen. Also es kommt wirklich, wenn alles im Gleichgewicht ist, darf es sich so zeigen, ja, in seiner Vielfalt. Jeder darf sein, wie er möchte. Und die Frage Spieglein, Spieglein an der Wand wird völlig überflüssig. Denn wir sind alle die Schönste im Land, oder? Cool. Ja, in unserem eigenen Land. Genau. So, haben wir Fragen? Nee, ich habe bisher keine Fragen mehr gesehen hier. Oh, okay. Was habe ich jetzt gemacht? Abbrechen. Ihr könnt halt selber was schreiben. Nee, es kamen keine Fragen mehr. Ja, die sieben Zwerge, die kommentieren wir nachher nochmal in den Kommentaren. Ihr könnt aber auch gerne, wenn ihr jetzt das Video später seht, eure Fragen in den Kommentaren einfach aufschreiben. Ja. Und wir können die dann über Facebook beantworten. Du kannst genau, über Facebook wir werden beantworten. Das Video sichern und in, für alle, die hier geschaut haben, nochmal zur Verfügung stellen. Genau. Wunderbar. Wir machen uns jetzt gleich weiter auf den Weg nach Amsterdam. Ja. Vicky hat morgen wieder einen richtig coolen Job dort. Yay! Ja. Ihr seht mich mit Savvy. Savvy Mineral Make-up austesten und ich bin ein bisschen zur Unterstützung da, um ein bisschen zu managen, die ganzen Leute, die gerne da kommen möchten, und nutzen die Gelegenheit. Und heute Abend werden wir natürlich auch rechtzeitig noch da sein, um beim Livestream dabei zu sein, um Abschied zu nehmen vom Gary Young und ja, und dann zusammenzukommen, alle uns zu verbinden. Ja. Ja, genau. Und dann genießen wir zwei noch ein bisschen den Abend. Ne? Prima, ich möchte es gerne einer Freundin zukommen lassen, sagt die Sonja. Ja, geht das? Ja, das müssen wir, muss ich mir mal überlegen, weil wirklich das mein erstes Facebook Live ist, weiß ich jetzt gar nicht wirklich, wie das geht, wenn ich das da teile. Könnt ihr dann noch in die Veranstaltung Leute einladen? Genau. Wie machen wir das? Oder stelle ich das in einer Gruppe zur Verfügung? Das schaue ich mir dann nochmal an. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Sonja fragt, und, ja, wann kommen wir nach Hamburg? Ja, das liegt an euch. Im Sommer vielleicht, Vicky? Oh ja, Sommer hört sich gut an. Sommerferien. Oh. Ich habe 2 Wochen Ostsee gebucht. Oh. Und das könnte so sein, um den 14. herum. Ist da nicht wieder ein Young Living Tag? Ja. Ist da? Dass wir das vielleicht mal in Hamburg machen. Das wäre doch echt schön. Das wäre auch mal eine gute kommt Idee. Kommt vorbei. Wir haben auch noch ein Bett bei uns, Vicky. Das kommt mir gerade so als Idee. Ach ja, dann. Why not? Wieso nicht? Fassen wir das genau mal ins Auge. Ja. Die Lisa noch eine Frage. Hallo Lisa. Yvonne schreibt ja am 14.07. Ja, genau. 14.07. Ab Juli ist die Wohnung bereit. Ah ja, schreibt hey, Susanne. Hey, cool. Ja, auch da, ja, dann haben wir noch ein bisschen Hamburg-Urlaub. Wunderbar. Das freut mich. Danke. Super. Ja, und perfekt. Genau. Ich möchte euch einfach auch danken. Und es war sehr schön, hier immer wieder dem Gary in die Augen zu blicken. Dieses Foto habe ich für mich gemacht mit einem kleinen Spruch drauf und da möchte ich euch einfach das nochmal zeigen. Genau. Vielleicht lest du nochmal den Spruch drauf vor, ja, weil ich glaube, das magst ist spiegelverkehrt. Ja. Ach, spiegelverkehrt, genau. Spieglein, Spieglein. Führungspersönlichkeit zu sein bedeutet zu handeln und Vorbild zu sein. Es ist kein Titel und keine Position. Genau. Ja. Und ich habe dort unten noch all die Conventions, auf denen ich war. Light your fire, live your passion, build your dream und jetzt die Fulfill your destiny. Und freue mich riesig drauf, auch im Juni dort zu sein und werde vielleicht da auch ein bisschen was berichten. Und mal gucken, wie das jetzt weitergeht mit den
Live-Videos. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Entschuldigt, super, wenn ich ab und zu ein bisschen gegrinst oder gelacht habe, aber ihr hättet mal die Leute sehen müssen, die hier so an uns okay vorbeifahren. Ich habe das alles nicht bemerkt. Genau. Das war, ja, schön. Welche 14? 14. Juli. 14.7. Juli. Genau. Juli. Mhm. Ja, genau. Super. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir machen uns weiter. Ja. Auf den Weg nach Amsterdam. Genau. Haben jetzt noch so gute 100 Kilometer vor uns. Viel Spaß am Bäumeabend, Petra. Ja, sehr schön. Wir haben überlegt, ob wir auch in die Natur gehen, aber es war einfach mit dem WLAN. Wir sind gefahren, bis wir 4 Balken hatten, damit wir sicher sind, dass das Video auch bei euch irgendwie ankommt. Ja. Und das freut mich, dass ihr alle dabei wart. Wundervoll, richtig schön und es hat sich sehr vertraut und familiär auch angefühlt. Ja. Und ich hoffe, da kommt noch ganz viel mehr. Ja. Super. Ja. Dann danke ich euch und Küsse auch von uns. Ja, ja, habt alle einen schönen Abend und ein schönes Pfingstwochenende. Ja, genau. Pfingsten. Pfingsten. Ciao. Tschüss.